Ni hao, meine lieben Reisverkäufer, und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars. Oh mein Gott, Leute, es gibt einfach einen richtig nicen neuen Skin. Und zwar den Waldtour Nita Skin. Heute in dem Video werden wir uns auf jeden Fall den Nita Skin kaufen und ihn erstmal ausprobieren, Leute. Es wird auf jeden Fall mega, mega nice, Leute. Ganz wichtig, lasst auf jeden Fall jetzt schon mal gerne einen fetten Daumen nach oben. Und natürlich, Leute, ihr wisst Bescheid, gerne Creator Code Landi. Für die, die es noch nicht wissen, es wurde geändert. Das heißt, falls ihr euch Juwelen aufladet oder Pakete kauft, müsst ihr jetzt vorher den Code eintragen, wenn ihr mich supporten wollt. Würde mich sehr freuen. Ansonsten schaut das Video gerne bis zum Ende an. Ihr seht, meine Nita ist auf 1040. Ich weiß jetzt gerade aktuell noch nicht, was wir spielen, aber wir schauen einfach mal. Und dann gönnen wir uns den Skin jetzt mal. Let's go, let's go. Ich muss echt sagen, von den neuen Skins, also von den neuen Skins, die kommen, ist der auf jeden Fall... der Skin auf jeden Fall zu den besten Skins, die kommen. Schreibt mal gerne in den Kommentaren, ob ihr euch diesen Skin kauft. Ansonsten würde ich jetzt sagen, wir spielen ein paar Runden. Let's go. So, Leute, ja, ich muss ehrlich gestehen, ich finde leider gar keine Games fast. Ich war jetzt hier überall am Suchen. Ich spiele jetzt mal eine Wettbewerb-Map, die gerade da ist. Sehr interessant, auf jeden Fall. Oh, kann ich scoren? Oh, los. Oh, let's go. Ja, es ist aktuell keine gute Map da. Leute, es ist gerade aktuell keine gute Map da zum Pushen. Ja, die Map ging leider... Also die Runde ging einfach viel zu schnell. What the hell? Also ich suche echt viel zu lange. Ihr seht, es ist keine gute Map für Nita aktuell da. Meine Nita ist viel zu hoch. Ja, deswegen würde ich mal sagen, wir probieren mal Big Game. Vielleicht gibt es da ein paar Runden zum Spielen. So, Leute. Oh, Boss! Let's go! Oh mein Gott, dieser Skin sieht so geil aus. Sehr, sehr nice. Erste Runde direkt Boss. Oh, lol, die geben auf. Nein, als ob die aufgeben, Chat. What? Oh mein Gott. Nein, die geben auf. Oh. Bitte spielt. Hä, als ob die nicht spielen. Oh mein Gott. Hä? Nice. Das ist ja mega los. Hä? Warum geben die auf? Das ist ja mega langweilig. Für mich jetzt. Übrigens, schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr mal wieder Reaction-Videos sehen wollt oder andere Videos. Ich muss ehrlich gestehen, aktuell gibt es nichts mehr so viel Neues im Brawl Stars, was mir einfällt, was ich noch hochladen kann, außer halt jetzt Rang 35er Pushes, aber Rang 35er ist aktuell sehr nervig, weil die Maps halt jede 2 Stunden wechseln, ne? Muss ich mal nächste Season gucken, dass ich nächste Season will ich ja mehr pushen, also auch on Stream jeden Tag, deswegen, ne, wenn ihr neu am Start seid, lasst gerne ein Abo da. Ja, gut, Leute, ich bin mal gespannt, wie hoch die sind, ne? Ich bin ja bei 1040 oder so. Ja, krass. Ja, nice. Lol, die waren auch alle bei 1000. Hä, was ist das für eine Lobby? So, auf geht's. Nächste Runde. Übrigens, habe ich Bosskampf sehr lange nicht mehr gespielt. So, mal gucken. Hä? Hä? Ist das normal? Schreibt mal in den Kommentaren, ist das normal? Lol, ich kann kein Video vernünftig drehen. Hä? Okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir machen eine Runde, eine letzte Runde noch. Also, das kann ich ja nicht. Okay, what the hell is going on hier? Hä? Ich... Hä?
Ich zeige euch das gestern nochmal hier, haben wir Snake noch geholfen, ich habe noch nicht gespielt. Vier fürs Video, Wettbewerb Map. Und zweimal. Hä? Das ist ja Katastrophe, Leute. Wieso gönnen die denn alle? Probier es nochmal, Leute. Wir probieren es nochmal. Oh, Instant Matchmaking. Muss ich nicht verstehen. Kriegt man hier Wins oder was? Oder was machen die alle? Kann der mal spielen? Ja, na, danke. Er spielt. Nein, er spielt auch nicht. What? Was ist denn los mit den Leuten? Hä, wie soll ich denn ein Video drehen? Weil es gibt keine gute Maps. Und hier trollt jeder rein. Oder er hatte Lags anscheinend. Jetzt spielt er gut. Oh, let's go. Oh, dieser Wal sieht so nice aus, ne, Leute. Dieser Wal sieht so nice aus. Dieser Skin. Let's go. Nice. Ja, Leute, ich muss ehrlich gestehen, fühle ich jetzt nicht so die Games. Ah, gut. Oh, Leute, okay. Dann haben wir fast die Quest. Dann machen wir wenigstens jetzt die Quest in diesem Video fertig. So, let's go. Mal gucken, ob die jetzt auch gönnen. Hä? Wie ist ja mal kommt der Trollerino, das Game? Ist das normal, dass die alle den Boss weit so aufgeben? Hä? Das ist ja voll langweilig dann, oder? Schreibt mal in den Kommentaren, ist das normal? Das ist ja mega langweilig dann so zu spielen. Ich wollte euch jetzt sowieso nur den Skin eigentlich zeigen, ne? Ich finde den Skin ja mega nice. Diese Wassereffekte und alles. Hey! Hä, warum? Ich verstehe das nicht, Leute. Ich verstehe das wirklich nicht. Ja, ich glaube, die kennen mich. Hä? Was ist das? Ich, I don't know. Ich, keine Ahnung, Leute, was das ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut, Leute, dann öffnen wir wenigstens für alle Leute, die das Video bis jetzt angeschaut haben, auch wenn es nicht so sehr interessant ist, öffnen wir jetzt das Pin-Paket. Das ist aber sehr interessant, Leute. Schreibt mal in den Kommentaren Hashtag Pin-Paket, wenn ihr das Video bis jetzt angeguckt habt. Euch gebe ich alle ein Herz. Kuss, Kuss. Oh, oh ja, die Pins sind okay. Okay, würde ich sagen. Die sind echt teuer, ne? Ich habe bald keine Gems mehr, wenn es weiter so geht. Lo Dreier Epic Pin, Junge, sheesh. Oh, auch noch von Nita. Leider ist das damit kein Set voll, ne? Gut, dann würde ich sagen, das war's auf jeden Fall jetzt mit dem Video, Leute. Ganz wichtig nochmal für euch. Lasst unbedingt ein Like auf dem Video. Falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Und natürlich, wenn ihr mich supporten wollt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Creator-Code einträgt. Kuss geht raus an alle. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Haut rein und ciao, ciao.